Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Unter meinem letzten Video haben so viele geschrieben, dass das kein Problem ist, wenn ich mal Werbung mache und dass ich mich da nicht für schämen brauche. Aber ich habe halt irgendwie immer Angst, dass ich so eine YouTuberin werde, die dann irgendwie so ein bisschen die Kontrolle verliert und nur noch Werbung macht und voll unauthentisch ist und so. Aber ich habe mich so gefreut, dass ihr mich da so unterstützt und mir das auch einfach gönnt, dass ich ein paar Kooperationen an Land gezogen habe. Und deswegen würde ich sagen, fange ich jetzt mal an mit der kleinen Werbeunterbrechung hier am Anfang. Es fragen mich immer mal Leute, womit ich schneide, beziehungsweise was sie tun können, wenn sie selber mit YouTube anfangen wollen oder allgemein irgendwie Videos bearbeiten wollen. Und dafür habe ich jetzt ein kleines, ist nicht klein, aber ein Schnittprogramm, was ich euch jetzt mal ganz knapp vorstellen werde. Ich habe mir jetzt als Beispielvideo ein Video von meinem kleinen Kater hier importiert und ich zeige euch das jetzt einfach mal ganz kurz. Also wenn ihr dann eure Medien importiert habt, dann zieht ihr das einfach hier auf diese Spur, auf irgendeine Spur, und wie ihr seht, ihr könnt hier ganz viele Clips und Fotos und was weiß ich alles übereinander legen, so viel eigentlich wie ihr wollt. Dann seht ihr hier zum Beispiel, einmal gibt es Audios, das sind so kleine Lieder, die könnt ihr dann auch hinterlegen. Texte, alles mögliche, Übergänge natürlich auch, und das sind eben nicht nur so diese Basic-Übergänge, sondern zum Beispiel hier auch so ein Herzübergang, das müsst ihr dann ausprobieren. Effekte natürlich ganz, ganz viele, und was ich ganz cool finde, das will ich glaube ich auch mal irgendwie bei meinen Mysteries machen. Ich weiß nicht, wie ihr da so zu steht, aber diese Rahmen finde ich irgendwie mittlerweile auch ganz cool. Ansonsten noch Elemente. Die könnt ihr eben auch so über das Video legen, damit da irgendwie noch ein bisschen mehr Pep oder so drin ist. Und ihr könnt auch die Funktion geteilter Bildschirm benutzen. Da könnt ihr zum Beispiel auch bis zu 5 Videos sozusagen in einem Video haben. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Oder hier sogar 6 Videos. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz. Hier könnt ihr zum Beispiel einmal aus dem Video rauszoomen. Das heißt, wenn ihr irgendwie 6 Stunden Material habt, dann habt ihr hier auch so ein bisschen den Überblick. Oder ihr könnt auch wieder ranzoomen, dann habt ihr das hier ganz groß, wo ihr dran arbeitet. Ja, mit dem Mausklick könnt ihr hier immer hin und her skippen sozusagen. Also es ist echt nicht kompliziert, weil viele schreiben mir immer so, dass die gerne mal Videos bearbeiten wollen würden, aber dass die immer nicht so ganz wissen, wie sie anfangen sollen. Aber man muss sich da natürlich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Aber im Endeffekt ist es wirklich nicht schwer. Also das kann ich euch versprechen. Wir können das jetzt hier einmal kurz rausnehmen, das Material. Denn es gibt im Moment auch so kleine Weihnachtspacks. Die muss man allerdings immer nochmal extra im Internet kaufen. Zum Beispiel hier so, falls ihr irgendwie ja ein Intro oder sowas braucht. Das ist irgendwie ganz süß gemacht und ihr könnt dann da auch im Endeffekt die Schrift noch ändern. Da soll natürlich nicht Mary Vlogmas Pack oder sowas stehen. Und davon seht ihr hier auch, gibt es noch ein paar mehrere. Zusätzlich zu diesem Paket gibt es hier dann auch noch so Schriftarten. Merry Christmas. Und ja, ich hatte mir zum Beispiel auch so ein Pack geholt mit Allure, also so mit Reisen. Kann ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen, wie das dann aussieht. Falls ihr irgendwie nach Hawaii oder so fliegen solltet und da irgendwie einen Abspann braucht. Wie gesagt, die Schrift könnt ihr natürlich abändern. Aber ja, das nur mal so im Groben. Und ich denke mal, ihr seht, es ist wirklich nicht kompliziert, irgendwie Videos zu bearbeiten. Es ist wirklich nicht so schwer, wie man denkt. Und ja, falls euch das interessiert, dann checkt mal die Infobox ab. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in Filmora gegeben. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Und wenn ihr mich jetzt gleich seht, dann werde ich euch wahrscheinlich nochmal zulabern. Aber ich würde sagen, let's go. So, das war es jetzt auch schon mit der kleinen Werbeunterbrechung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt in den heutigen Fall. Es ist ein sehr, sehr tragischer Fall. Mal wieder eine Familientragödie. Und ja, ich würde sagen, es geht jetzt einfach mal los. Die ganze Geschichte spielt sich am 6. Juli 2003 ab in Bakersfield in Kalifornien, einer Stadt mit knapp 400.000 Einwohnern, also eine richtige Großstadt. Und dort lebte die Harper Family, die einmal aus Johnny Harper, ich kann den Namen irgendwie nicht aussprechen, Joni
Harper, also das ist eine weibliche Person, Ernestine Harper, das ist die Mutter von Joni Harper, und den drei Kindern von Joni Harper bestand. Einmal Max, der damals 4 Jahre alt war, Marshall, der 6 Wochen alt war, und der kleine Lindsay, die 2 Jahre alt war. Der 6. Juli 2003 war zunächst ein ganz normaler Sonntagmorgen in der Familie. Sie frühstückten alle gemeinsam, es war wirklich sehr harmonisch und eigentlich gab es überhaupt keine Probleme, keine Streitigkeiten oder sonst was. Und anschließend fuhren sie dann alle zusammen in die Kirche. Sie waren sehr gläubig, Christen, und das war irgendwie auch heute ein besonderer Tag, weil sie das erste Mal den kleinen Marshall mit in die Kirche genommen hatten. Und nach dem Kirchbesuch fuhren sie dann ganz normal wieder nach Hause, ruhten sich ein bisschen aus, und ihr Plan war es eigentlich, an dem gleichen Abend noch zu einem Abendgottesdienst zu gehen. Aber aus irgendeinem Grund waren sie dort nie erschienen, und das wunderte auch so ein bisschen Bekannte und Freunde, die auch bei diesem Gottesdienst waren. Ja, sie waren eben eine Familie, die das mit der Kirche auch recht ernst genommen haben und einfach auch sehr gerne in die Kirche gegangen sind. Und deswegen war das recht ungewöhnlich, weil sie sich ja dafür auch angekündigt hatten, dass sie kommen würden. Am 8. Juli 2003, also 2 Tage später an einem Dienstag, gab es dann eine Bekannte, die immer wieder versuchte, die Familie anzurufen bzw. Kontakt zu der Familie aufzunehmen. Und aus irgendeinem Grund konnte sie die Familie nicht erreichen und sie machte sich langsam so ein bisschen Sorgen, weil normalerweise war es wohl so, dass sie öfter Kontakt hatten und dass sie auch immer irgendwie dort jemanden erreichen konnte. Diese Person hatte sogar einen Schlüssel zu dem Haus und beschloss dann kurzerhand einfach zu dem Haus zu fahren und selber nachzugucken, ob dort alles in Ordnung ist. Und als sie dann um das Haus rumging und zur Tür wollte, bemerkte sie, dass die Seitentür überhaupt nicht verschlossen war, was wohl sehr ungewöhnlich für die Familie war. Nachdem sie dann ins Haus eingetreten war und einen sehr, sehr, sehr schlimmen Fund oder eine sehr schlimme Entdeckung machte, wurde dann um 7 Uhr morgens von ihr die Polizei benachrichtigt, die dann auch bald anrückte. Das, was man gefunden hatte, war wirklich so grausam, dass man es eigentlich schon wieder gar nicht mehr in Worte fassen kann. Aber ich werde euch jetzt mal ganz knapp erzählen, was dort von der Polizei und auch von der Bekannten vorgefunden war. In einem Zimmer lag Joni in ihrem Bett. Das Gesicht war so im Bett vergraben, also sie lag auf dem Bauch. Sie hatte 3 Kopfschüsse und 2 Armschüsse und 7 Messerstiche. Neben ihr unter einem Kissen lag Marshall, das der 6 Wochen alte Sohn von Joni. Dieses kleine Wesen hatte 1 Kopfschuss. Max lag dort auf der rechten Seite, also auch unmittelbar von den beiden. Er hatte 1 Kopfschuss und die kleine Lindsay, die ja auch erst 2 Jahre alt war, lag am Bettende und hatte einen Schuss in den Rücken bekommen. Im Flur fand man dann Ernestine, die Großmutter von den 3 Kindern bzw. die Mutter von Joni. Sie hatte 2 Schüsse im Gesicht und neben ihr lag eine Pistole, die aber anscheinend ihr gehörte, die sie immer benutzt hatte, wenn sie irgendwie abwehren wollte, oder beziehungsweise, das ist, soweit ich das jetzt gehört habe, noch nie vorgekommen, aber es war einfach so eine Pistole, die sie aus Schutz immer bei sich im Haus hatte. Die Polizei hatte daraufhin auch sofort einen Verdächtigen, nämlich den Ex-Mann von Joni, Vincent Brothers. Vincent und Joni heirateten im Jahr 2000 und im Jahr 2001 hatten sie sich schon wieder getrennt, denn Vincent hatte sie anscheinend betrogen. Allerdings kamen die beiden tatsächlich wieder zusammen und im Jahr 2003 heirateten die beiden erneut. Und Joni wurde dann auch schwanger mit dem kleinen Marshall. Und im April 2003 zog Vincent aber dann wieder aus und es kam zu einer erneuten Trennung. Vincent war eigentlich ein sehr beliebter Mensch in der Umgebung. Er war wohl auch sehr christlich und er war irgendwie auch so ein bisschen als Seelsorger bekannt. Also es sind immer oft Leute zu ihm gekommen und haben ihm so ihre Probleme anvertraut. Er war auch ein sehr gebildeter Mann. Er hatte einen Masterabschluss in Pädagogik. Eigentlich passte er an sich nicht so wirklich in das Täterprofil, aber für die Polizei war es trotzdem sehr, sehr wahrscheinlich, dass er da irgendwas mit zu tun haben musste, weil ansonsten hatte die Familie nicht irgendwelche Feinde oder so. Und natürlich ist es ja oft so, dass der Täter ganz klar aus dem Bekannten- oder aus dem Familienkreis kommt.
Und deswegen sah die Polizei das wirklich am wahrscheinlichsten, dass er diese Tat begangen hatte. Denn, was ich jetzt vielleicht auch noch erwähnen sollte, er war schon mal in anderen Ehen gewalttätig geworden und war auch schon einmal eine knappe Woche im Gefängnis und wurde wohl auch schon mal wegen sexueller Belästigung vor Gericht gezogen. Aber dafür wurde er nie verurteilt, weil es einfach keine Beweise gab. Er hatte allerdings ein Alibi zu der Zeit, denn er sagte aus, dass er am 2. Juli zuvor nach Ohio gefahren war, zu seiner Familie bzw. um seinen Bruder zu besuchen. Und dort verbrachte er dann laut seiner eigenen Aussage auch die nächsten Tage. 2007 begann dann trotzdem der Prozess gegen ihn, aber er wurde zunächst für nicht schuldig befunden, denn er hatte auch einige, ja, zusätzlich zu seinem Alibi hatte er noch einige Beweise, dass er sozusagen auch wirklich dort war bei seiner Familie. Zum einen hatte er wohl in der Zeit von dort einige Anrufe getätigt, was man wohl auch nachweisen konnte, dass das zumindest von seinem Telefon war. Seine Kreditkarte wurde dort benutzt und er war anscheinend auch zur gleichen Zeit dort in einem Autounfall verwickelt, also noch am gleichen Tag dort. Allerdings ergab eine nähere Ermittlung, also man überprüfte das Ganze nochmal etwas genauer. Man stellte tatsächlich fest, dass all diese Dinge sozusagen gelogen waren und eigentlich gar kein richtiges Alibi waren. Denn die Kreditkarte von ihm wurde zu dieser Zeit nicht von ihm benutzt, sondern von seinem Bruder. Und auch die Telefonate sind höchstwahrscheinlich einfach von jemand anderem geführt worden. Da gab es jetzt, soweit ich das verstanden habe, keine richtigen Gegenbeweise. Aber es ist natürlich nicht gerade schwer, irgendjemandem sein Telefon zu geben und zu sagen, mach da mal irgendwas mit. Dieser Autounfall, den gab es auch nicht. Also diesen Autounfall gab es wohl, aber in diesen Autounfall war nicht er verwickelt, sondern einfach irgendein anderer fremder Mensch. Der Bruder sagte dann auch noch aus, dass er nicht wusste, wo Vincent vom 3. bis zum 7. Juli war. Das heißt, er war definitiv nicht bei der Familie. Und wie es scheint, wusste der Bruder auch nicht, wo er in der Zeit steckte. Und es kam dann tatsächlich noch schnell die Wahrheit ans Licht. Denn es war tatsächlich so, dass Vincent am 2. Juli nach Ohio zu seiner Familie geflogen war, was der Bruder ja auch bestätigen konnte, dass er am 2. definitiv bei ihm war. Aber danach war er verschwunden, denn es war so, als er in Ohio ankam, mietete er sich dort sofort einen Mietwagen, fuhr dann etwa 4000 Kilometer zurück nach Bakersfield, wo er dann tatsächlich die Familie umbrachte. Er hatte alle erschossen und danach machte er sich ganz normal wieder auf dem Rückweg mit diesem Auto. Insgesamt fuhr er 9000 Kilometer und als er zurück in Ohio war, gab er das Auto dort wieder ab und tat einfach so, als ob nichts gewesen wäre. Das Ganze konnte man ihm dann allerdings nachweisen, weil man im Kühler des Autos so Insekten fand, die es wohl nur in den Rocky Mountains gab und zuvor waren diese Insekten da noch nicht drinne oder niemand war irgendwie bei den Rocky Mountains. Keine Person, die zuvor dieses Auto gemietet hatte. Und die Rocky Mountains liegen tatsächlich auf dem Weg von Ohio nach Bakersfield. Also er musste das zwangsläufig durchquert haben. Und das reichte dann auch vor Gericht aus, um ihm die Tat nachzuweisen oder um zu sagen, dass er das definitiv war. Am 15. Mai 2007 wurde er dann wegen Mordes an 5 Familienmitglieder zum Tode verurteilt. Und das war auch schon der ganze Fall. Ich finde den Fall sehr traurig. Warum genau das gemacht wurde, weiß man jetzt wohl nicht. Also im Allgemeinen im Internet gibt es da auch nicht so viele Informationen zu diesem Fall. Ist wohl ein recht unbekannter Fall. Soweit ich das verstanden habe, hat diese Joni Vincent nicht betrogen. Ansonsten wäre das ja irgendwie ein Motiv. Sie hatte ja scheinbar auch keinen neuen Mann oder so. Also ganz verrückt irgendwie wieder, ganz gruselig und vor allen Dingen auch richtig krass, was der so auf sich genommen hat. Der ist 9000 Kilometer gefahren, um die Familie umzubringen und hat dieses Ganze mit Ohio, diesen Familienbesuch extra geplant, nur um irgendwie ein Alibi zu haben. Also total verrückte Geschichte. Einem fehlen mal wieder die Worte. Schreibt gerne mal eure Kommentare. Eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr über diesen Fall so denkt, ob ihr vielleicht schon mal von dem Fall gehört habt. Ich finde es sehr faszinierend, dass er tatsächlich dann am Ende wegen Käfern in der
im Kühler überführt werden konnte. Ich glaube, damit hat er wirklich als allerletztes gerechnet, dass er irgendwie auf diese Weise überführt wird. Aber umso besser, dass diese Käfer dort waren. Und zum Schluss grüße ich noch die Karina. Vielen Dank für deinen lieben Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder.